Ordnungspunkt ist Dr. Herbert Hirte, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden über Staatsinsolvenzen auf Antrag der Grünen. Und da wurde zunächst mal der Eindruck erweckt, das sei ein Spezifikum für Entwicklungsländer. Das ist der erste Fehler in Ihrem Antrag. Das ist ein Punkt, eine Erfahrung, die viele, auch Industrieländer, gemacht haben. Deutschland hat das nun mehrere Male durchgemacht. Und wir erleben in Europa diese Diskussion aktuell immer wieder. Und deshalb ist einer der Punkte die Frage, warum nur Entwicklungsländer und warum nicht auch die Frage, wie regeln wir entsprechende Fragen in Europa. Ich nenne weiter Kalifornien, Puerto Rico, selbst die Vereinigten Staaten waren kurzzeitig vor der Russland, alle möglichen Länder waren kurzzeitig vor der Zahlungsunfähigkeit. Das Problem ist also viel im wörtlichen und übertragenen Sinne globaler. Und das bedeutet, wir brauchen, und da stimme ich Ihnen vollständig zu, einen rechtlichen Rahmen zur Regelung von Staatsinsolvenzen. Und dann gucke ich den Kollegen von den Linken an. Wenn Sie dann den Eindruck erwecken, dass ein solches Insolvenzverfahren damit einhergehen würde oder müsste, dass Inseln gepfändet werden, dann ist das natürlich völlig neben der Sache. Darum geht es nicht. Das ist ein völlig eigenständiges Verfahren, was wir brauchen und was letztlich in vielen Bereichen auch schon privatautonom entwickelt wurde. Aber denken wir mal zurück, was wollen eigentlich Insolvenzverfahren? Im Wesentlichen geht es um drei Punkte. Einmal den Schuldner zu entlasten, damit er alte Schulden los wird. Verständlich. Der zweite Punkt ist, die Forderungen der Gläubiger durchzusetzen, aber sie in gleichem Umfang unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durchzusetzen. Sie nicken jetzt, komme ich gleich drauf. Und schließlich drittens, da ist völlige Zustimmung, auch völlige Übereinstimmung, den Schuldner, die Staaten, wieder fit zu machen für den Kapitalmarkt, damit sie künftige Renten, künftige Sozialausgaben zahlen können und auch an den Kapitalmarkt wieder ranzugehen können. Nur in Ihrem Antrag, gerade wenn man die Überschrift liest, da ist nur von dem ersten Punkt oder im Wesentlichen von dem ersten Punkt die Rede, nämlich Schuldner, Schuldnerstaaten zu entlasten. Aber es geht auch darum, Gläubigeransprüche durchzusetzen. Und das sollte man einmal deutlich sagen. Und leiden, auch in den Szenarien, die Sie hier beschrieben haben, tun auch die Gläubiger. Denn es leiden die Gläubiger, die verzichtet haben, die auf ihre Ansprüche verzichtet haben. Und am Ende kommen einige, nämlich die bösen Geierfonds, und kommen noch mit Ansprüchen durch. Die haben Sie aber nicht genannt, dass die auch die Betroffenen sind. Nein, er hat gesagt, wir wollen die Staaten schützen. Wir wollen die Staaten schützen. Nein, wir wollen auch die Gläubiger. Wir wollen die Durchsetzung von Gläubigerinteressen unter Wahrung des Gläubigerinteresses. Gleichbehandlungsgrundsatzes schützen. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und deshalb passt, das kann ich an der Stelle schon sagen, der Antrag nicht für die Lösung des Problems. Der Punkt ist dann, wenn wir, und da stimme ich Ihnen zu im Ansatz, wenn wir diese Frage lösen wollen, wo ist der Regelungsort? Ich glaube nicht, dass die Vereinten Nationen, die nun nicht der primäre Ort sind, an dem Zahlungsansprüche verhandelt und behandelt werden können, der richtige Adressat sind, das richtige Forum, die Sachen zu entscheiden. Der Kollege Zöllmer hat auf die entsprechenden Vorschläge hingewiesen. Weltbank, IWF sind die Foren, wo über diese Frage nachgedacht werden muss. Und da wird auch darüber nachgedacht. Und wenn wir, ich habe es gerade gesagt, in Europa das gleiche Problem haben, dann ist es auch die Europäische Union, wo wir über diese Frage nachdenken müssen. Meine Fraktion hat gerade im Zusammenhang mit dem Fünf-Präsidenten-Bericht der Europäischen Union darauf hingewiesen, dass wir auch fordern, ein geordnetes Insolvenzverfahren für Staaten einzuführen. Da arbeiten wir dran. Und ich kann Sie darauf hinweisen, auch die Europäische Zentralbank denkt über diese Frage nach. Demnächst wird ein Tagungsband veröffentlicht mit genau den Punkten, mit den sozusagen Leitplanken, die wir aufstellen müssen, um über diese Frage nachzudenken. Insofern, der Punkt ist in der Diskussion. Die Antworten sollen wir abwarten, sollten wir abwarten, und dann sehen wir weiter, welche Schlussfolgerungen wir daraus zu ziehen haben. Und unabhängig davon, und da will ich den Kollegen Zöllmer noch einmal aufgreifen, gilt vieles von dem, was Sie sozusagen als Problem geschildert haben, schon jetzt. Denn wir sehen, dass die sogenannten Collective Action Clauses mit der schönen Abkürzung CACS, dass diese Collective Action Clauses nicht alle Fälle packen und dass wir gerade auf der europäischen Ebene im Bereich des ESM auf eine Reform drängen. Griechenland hat genau das gemacht. Und wenn Sie sagen, die Ansprüche sind durchsetzbar vor staatlichen Gerichten, vor deutschen Gerichten sind die Ansprüche, die auf der Basis des geänderten griechischen Rechts entstanden sind, gerade nicht durchsetzbar. Insofern haben wir das Problem nicht.
Und soweit das noch Anwendungslöcher gibt, sind wir dabei und bin ich gerne bereit, an einer Lösung des Problems auf der europäischen Ebene, was diese CACs angeht, Herr Zöllmer hat es genau beschrieben, mitzuwirken. Und dann bleibt für Deutschland, wir haben es jetzt inzwischen mehrfach gehört, kein Anwendungsbereich und damit geht Ihr Antrag ins Leere. Und auf der internationalen Ebene ist das Forum ein anderes, da arbeiten wir dran und das tun wir im Übrigen auch mit großer Überzeugung. Ihr Antrag aber ist in diesem Punkt nicht zielführend und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Vielen Dank.